Begrüße euch ja, zu einem neuen Video. Ich habe eine Temu-Bestellung gemacht. Ich habe das Unboxing ja schon gemacht. Ja, Tigerchen. Tiger liegt hier gerade. Ich möchte aber zu den einzelnen Sachen halt nochmal ein separates Video machen, weil vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der das gerade sucht und nicht, weil das heißt ja nur Temu-Bestellung. Ja, aber wenn ich dann halt sage, gut Schutz. Dinosaurier oder was weiß ich, helfe ich vielleicht dem einen oder anderen, der gerade sowas sucht. Ja? Und da fangen wir auch dann gleich mal mit an, habe ich dann noch nicht das passende gesagt, den Gurtschutzsaurier. Das ist so ein Saurier, der funktioniert ganz genau wie ein Gurtschutz, was man dann auf dem Gurt drauf macht, dass man dann halt hier so mit Nissan-Logo, VW-Logo oder halt so ein Tribal oder Totenkopf, da gibt es ganz viele, die meisten sind aus Stoff oder aus Leder, so Dekokram. Ja, aber der ist halt was dicker und auch richtig schön gepolstert. Nee, das ist nicht für dich dicker. Das ist für Juna. So, der ist dicker und gepolstert und auf der anderen Seite, auf der Rückseite, macht man das dann so ab mit Klepp. Ja, hier macht man dann den Gurt und dann macht man das zu. So, und dann ist der Gurt hier durch. Ja. Warum haben wir das gekauft? Das kann ich euch ganz genau erklären. Die kleine, habe ich ja im Unboxing schon so ein bisschen erklärt, wir haben auch schon so ein Kringel, so eine Art, was man so, nicht nur so ein U, was man rummachen kann, sondern richtig so ein Kringel. Weil wenn wir weitere Touren fahren und sie müde wird, sie sackt immer so zusammen und dann nach vorne. Oder so zur Seite, ja, weil sie instabil ist. Und wenn sie den Kringel nicht hat. So mit dem Kringel liegt sie die ganze Zeit so. Und schläft. Weil wenn wir nach Polen frühs fahren, einkaufen, wir fahren ja nicht nur bei einem Laden in Polen, wir fahren ja bei mehreren Läden und dann essen wir da auch und dann fahren wir wieder zurück. Wir sind dann abends immer erst zurück. Und dann schläft sie natürlich auf dem Heimweg, weil sie Knülle ist. Und deswegen haben wir diese Dinge geholt, aber der Gurt halt, sie hat einen neuen Kindersitz, der ist halt hier so der Gurt, aber es gibt keinen kleineren. Also es gibt schon einen kleineren, der passt, da passt sie aber nicht mehr rein. Und in den nächstgrößeren, den wir jetzt haben, da passt sie zwar rein, aber das ist halt mit dem Gurt hier oben ein bisschen doof. Ja, also müssen wir das kleinere Übel nehmen, halt den, wo sie rinpasst, weil der andere ist einfach von der Breite und Höhe, da ist er dann, sind die Gurte hier hinten und die kriegst du auch vorne nicht mehr, selbst wenn sie keine Jacke anhat, kriegst du vorne nicht mehr zu. Der ist einfach zu klein für sie. Und die nächstgröße, die wir jetzt haben, ist grenzwertig. Also da passt sie zwar rein mit ihren noch nicht ganz 5 Jahren. Der ist, eigentlich sollte sie da erst nächstes Jahr reinpassen, aber da passt sie rein. Aber halt hat dann hier diese Schutz und dann der Gurt geht dann halt hier lang. Hier oben so lang. Und der andere geht unten lang. Ist von Recaro. So ein Dings habe ich von meinem Bruder. Alles schön und gut, aber wir finden, dass es ein bisschen zu knapp am Hals ist. Ja? Weil sie müsste noch ein paar Zentimeter wachsen. Ja, aber in den anderen können wir nicht nehmen, weil da können wir sie gar nicht mehr anschnallen. Ja, und ich habe auch schon mit der Polizei geredet und gefragt, wegen Größe und Und die haben gesagt, ja, manchmal ist das halt so, das ist dann halt so ein Zwischenmaß, was man dann eigentlich, was manchmal schneller überspringt und manchmal nicht so schnell. Ja, und ja, wenn es im Sommer wäre, wäre es nicht so schlimm, dann könnte man mit denen, was eng ist, vielleicht noch ein bisschen mit Luft anhalten, könnte man da noch ein paar Monate rauskitzeln, aber jetzt, wenn im Winter, jetzt wenn sie Jacke anhat und so, das passt gar nicht mehr, die Gurte kriegst du nicht zu, überhaupt nicht. Und Auto ist ja auch kalt, da willst du ja auch nicht frieren lassen. So, und deswegen haben wir uns gedacht, einmal dafür so ein Gurtschutz und ich habe dann das hier gesehen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja noch viel geiler als nur ein Gurtschutz. Weil ein Gurtschutz, da schützt sie so ein bisschen am Hals. Aber wenn sie den hier hat, ich mach mal Mikrofon auf die Schulter. So, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Ja. Ich zoome mal ein bisschen ran. So. Weil, wenn ihr jetzt überlegt, hier geht der Gurt ja, also der geht ja hier so lang, über den Brustkorb. Ja. Und wenn sie das dann hier hat und das dann hier dran liegt, so, ja, dann kann sie halt so kuscheln und zusammensacken. Ja, und das ist dann halt nicht so weit nach unten. Es ist nicht dick, ja, aber das macht, ein Kind ist ja auch nicht so groß, das macht bei so einem kleinen Kinderhals viel, viel aus. Und dann kann sie dann halt so
Und dann hat ist halt nicht. Und ist halt, und sieht halt schön aus und sie steht ja auf Dinosaurier und so. Und ja, ist schön flauschig, plüschig. Ja. Lila mag sie sowieso. Die wird abgehen, wenn sie das heute sieht. Die wird abgehen. Ja, und richtig schön gepolstert. Ist auch keine Naht irgendwie offen oder irgendwas. Auch der Klettverschluss, ich kann euch das alle zeigen, ist wirklich sehr gut verarbeitet. Ja, auch hier ist wirklich nichts locker oder so, ist wirklich alles fest. So. Bis 35 Grad waschen, nicht bügeln, nicht schleudern. Oder nicht Waschmaschine? Viereck mit Kreis heißt doch nicht schleudern. Oh, das Hörnchen ist auch schön, ist auch fest dran. Ist auch richtig, hier ist auch gestickt. Also nicht nur irgendwelche Ufnäher oder so, ist wirklich gestickt. Riecht auch nicht schlecht nach Chemie oder irgendwas, nein. Mir riecht ein bisschen nach Flieder. Aber ganz bisschen nur. Aber sonst riecht es einfach wie Stoff. Nicht gerade wie frisch gewaschen. Ja, aber riecht wie Stoff. Kann man nicht meckern. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, der auch so ein Problem hat, dass die Kindheit zu schnell einen Schuss gemacht hat. Für den einen Sitz ist er zu groß. Für den anderen ist er noch eigentlich passend, aber halt, ich weiß nicht, ich habe so ein ungutes Gefühl. Meine Frau sagt auch, sieht gut aus und das geht auch. Und der Polizist hat auch gesagt, geht hier unten lang, so wie es sein muss. Ist alles okay. Das Gefühl, irgendwie das sitzt zu weit am Hals. Ein, weil vorher hat sie ja die Gurt gehabt. Ja, und bei so einem kleinen Kind, wenn geht es ja hier rüber und wenn sie jetzt auf immer so hat und dann das kleine Babychen, für mich ist es mein Babychen, und dann so nah am Hals, vielleicht reagiere ich da auch nur über, kann möglich sein, was bestimmt möglich sein wird, aber mir ist es sicherer. Und es sieht süß aus. So, nichtsdestotrotz war es das jetzt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde es euch natürlich verlinken in die Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.